Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Bitte alle Spoiler und Backseat Gaming aus den Kommentaren rauslassen. Ansonsten dürft ihr natürlich gerne mein Gameplay kommentieren. Und wir rennen weiter in den guten Sullivan. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den Namen Sullivan? Mir kommt's gerade. Ich habe gerade die letzten Tage hatten wir irgendeine Diskussion oder irgendeine. Haben irgendwas auch von der Monster AG. Und der große Blaue, der heißt Sullivan. Sully Sullivan. Und der andere heißt Mike Glotzkowski. Und irgendwie bin ich über Mike Glotzkowski auf die Monster AG gekommen. Warum auch immer, wie er nicht anvisieren will. Es dauert 100 Jahre, bis ich ihn anvisieren darf. Ah, wenn er die Schwerter so über den Kopf hebt, dann macht er den ganz miesen, wilden Zappler, bei dem er nicht mehr aufhört zu zappeln. Ah, shit. Okay. Da war unnötig, dass ich einen zweiten Schlag probiert habe. Ja, Mist. Nein. Ah, fuck. Shitty, 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 shitty. Okay, gut. Mist. Fuck. Ah. Ich habe gerade keine Pause gemacht. Und das war die richtige Entscheidung, weil so hatte ich jetzt so ein paar Sachen noch drin. Ich habe zwar ein bisschen gefettfingert gerade und Panik getriggert. Zweimal den Kriegsschrei benutzt und dann erst beidhändig gewechselt, wieder Schild, wieder beidhändig. Das war ein bisschen Panik gerade. Aber es geht in die richtige Richtung. Zumindest weiß ich jetzt, welche Tasten ich in welchem Moment drücken sollte. Ich sollte sie nur nicht doppelt drücken. Das wäre gut. Gnädig, gnädig. Oh, yep.
Ah, scheiße. Komm, mach dein Ding. Ja. So, wo ist er? Da ist er. Scheiße, scheiße, scheiße. Wichtig. Ungeschickt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich ihn jetzt... Ist er jetzt schon down? Nee, fuck. Alter, ach so, er teleportiert sich einfach weg. Oh oh, das ist kacke jetzt. Naja. Wenn der von oben kommt, da kann ich nicht mal ausweichen. Ich kann nicht mal ausweichen, weil der zweite genau in dem Zeitpunkt kommt, wenn ich keine Iframes mehr habe und aber nicht noch eine Rolle machen kann. Wenn die von oben kommen und ich nicht viel Leben habe, ist es verloren. Und also das finde ich ein bisschen gemein. Minimal assi. Und es ist schade, dass mein Axtschaden nicht reicht, um seinen Doppelgänger zu killen. Das ist auch so mies, ne? Dass die manchmal dann hinterherkommen und manchmal nicht. Irgendwann trifft mich wieder einer von denen, ich weiß es. Hoppla. Du Arschgeige. Ich bin froh, dass das hier bei dem so gut funktioniert mit dem Schild. Weil Ausweichen, ich hasse Ausweichen. Das ist, und wenn ich das bei Bossen machen muss, das nervt einfach nur hart. Finde ich eigentlich gerade ganz angenehm bei ihm hier. Shit. Ah, das war dumm. Das war dumm. Mach dein Ding, ja, von mir aus. Ach, nee, ach, fuck. Tasten verkackt. Ach, weil das was ist, was ich normalerweise nicht machen muss. Okay, 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 okay. Was? Was? Ach, Mann, ey. Mann, ich... Wie, warum brauche ich denn 1100 verdammte Jahre, um aufzustehen und mein Schild hochzuheben? Und dann in so eine Ecke gedrängt, wo er wahrscheinlich auch noch von hinten durch die Brust ins Auge Schaden macht.
Wahrscheinlich hat er mich gar nicht von vorne getroffen, sondern irgend so ein in die Ecke geklemmt Schaden war das wieder. Der bei Dark Souls 2 sehr, sehr oft passiert ist. Zwischen Knien eingeklemmt werden oder an Wänden Schaden kriegen oder... Anvisieren bitte, danke. Nein, schon wieder die falsche Taste gedrückt, Mann! Ja, und da, genau da macht es, das ist so komisch. Ey, ja, und jetzt kriege ich doppelten Schaden. Einfach weil es halt Arschloch. Weil es halt Arschloch. Und ich krieg wieder doppelten Schaden. Weil Arschloch. Hallo, ich sehe nix. Ich passe. Also. Oh. Zappler, dumme Zappler, ey. Oh, wie ich sie hasse. Dumme, dumme Zappler. Unnötig. Hätte man das nicht auch schwer machen können, ohne diese Rumzappelei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ein kleines Kind zu Hause, das zappelt genug den ganzen Tag. Da muss ich nicht noch hier gegen einen zappelnden Boss kämpfen. Nein, das nicht. Aber der, also, keine Ahnung, irgendwas, also, ja, ich finde halt, der Kampf macht nicht so viel Spaß. Da hatte ich wie heißt der andere hier? Der war auch schnell und so, ne? Gar kein Thema. Da hatte ich aber Spaß, weißt du, ne? Das war einfach eine andere Art von Kampf in dem Moment. Diesmal hat's gut geklappt. So, mach dein Ding bitte. Jawohl. Nice. So wichtig. Dumm.
Ah, fuck, ich habe zu lange gebraucht. Okay, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt bitte, lass mich ein bisschen. What? Okay, es kommen schon wieder die Timings. Weil du einfach ein... Die Wächter des Abgrunds, genau. Der war super. Och, was ist das für eine... Sowas halt. Sowas finde ich einfach nur Arschloch. Richtige... Also, da könnte ich mich richtig... Ich reg mich gerade tierisch drüber auf, dass er vom Timing her mich genau dann treffen kann, wenn ich wieder aufstehe, wenn ich keine Iframes mehr habe. Oder dann soll er mir wenigstens die Zeit geben, dass ich wegrollen kann, dass ich die richtige Taste drücken kann. Aber einfach so... Oder er soll mir so viel Schaden machen, dass er mich instant killt. Aber einfach so nach dem Aufstehen nochmal eine reindrücken. Ah! Mann! So, ey, ich lass dich aufstehen, aber dann töte ich dich. Das ist mies. Das erzeugt Frust. Komm mal raus aus der Ecke da. Ach fuck, weil ich jetzt auf der Treppe stand, habe ich den Damage gekriegt. Ey, die Timings. Okay, Julius, meinst du, ich habe genug Timing-Zeit gehabt, um eine Rolle zu machen? Grüßt euch, schön, dass ihr da seid, danke fürs Einschalten. Hi, Ceder, grüß dich, Julius. Wäre schon mies, wenn ich quasi die B-Taste hämmer und genau in dem Moment quasi rollen könnte, wenn mein Finger runter geht und wieder drauf geht auf die Taste. Ja, ich meine, kann sein. Hey, will ich, es kann sein. Aber dann... Dann ist das Timing aber auch echt assi mies bemessen, ey. Das... Ah doch, ich krieg durch sein Feuerschwert auch ein bisschen Schaden. Aber wirklich ganz wenig. Komm, hau mich nochmal. Und ich will nicht mit dir auf der Treppe kämpfen. Das war vorhin nicht cool und wird jetzt nicht cool sein. Ich hab gesagt, lass uns runtergehen von der Treppe. Die Zappelei geht wieder los. Nicht genug Ausdauer für den Unsinn gerade. Jetzt können wir wieder. Muss ich hier nach links, wenn er die Schwerter über den Kopf hebt? Muss ich da nach links ausweichen?
Nein! Falsche Taste, Mann! Okay, kein Treffer. Wie auch immer. Ah, fuck. Oh oh. Ich dachte, er macht den. Scheiße. Jetzt macht er ihn. Fuck, und jetzt habe ich wieder nicht die Zeit. Shit. Ach ja, und es trifft nicht. Yes, sir, please. Hau durch ihn durch. Ich weiß nicht, warum ich nicht getroffen habe. Keine Ahnung. Oh, Mann. Nicht weit genug gesprungen. Das war jetzt nicht erkennbar, ob ich zu weit weg war oder nah genug dran oder... Den zweiten, also den ersten Doppelzappler, den habe ich mittlerweile im Griff so halbwegs. Aber der zweite Doppelzappler ist... Immer noch, sagt er. Da willst du mich eigentlich... Ja, wohl ein schlechter Witz jetzt. Da ist dein April-Scherz. Ich find's eigentlich voll okay, ehrlich gesagt. Also, bis auf den Doppelzappler, der ist... Aber bis dahin ist erstmal super easy. Ups, ups, ups. Wenn ich nicht gerade Unsinn mache. Der Doppelzappler, das ist einfach... Ich check's nicht, ne? Ey, lass mich den Doppelzappler hauen, bitte! Ja, ist echt nervig. Ich habe mich jetzt auch genug aufgeregt. Jetzt geht's nur noch darum, dass irgendwie, ich glaube, ja, ich weiß, was zu tun ist und jetzt brauche ich die richtigen Patterns von ihm, damit's bei mir funktioniert. Ich muss den Doppelzappler schnell killen. Das ist das einzig Wichtige. Und ich muss, glaube ich, doch... Das sind 310, aber ich habe das Gefühl, mit der mache ich mehr Schaden. Ich probiere es nochmal mit der anderen Waffe. Ich hatte das Gefühl, mit der habe ich mehr Schaden gemacht. Sullivan? Mir ist Sullivan eher wegen Monster AG im Kopf. Nicht wegen dem jetzt. Aber hey, ja.
Wobei ich vermuten würde, dass das eher Sullivan ausgesprochen wird, ne? Nicht Sullivan. Ja, die macht mehr Schaden. Komm mal her, du Nasenbär. Wir wollen nicht da hinten im... auf der Treppe kämpfen. Auf der Treppe ist scheiße. Ich hätte einfach von Anfang an bei der Waffe bleiben sollen, glaube ich. Ups. Ups. Nein, das dauert zu lang. Okay, nee, geht. Ach nee, warum denn der? Er lasert einfach hinter seinem Boss. Ey, er versteckt sich hinter seinem Großen. Fucking hell. Es ist so zum Kotzen. Es ist so ätzend. Aber ich habe hier genug Zeit gerade zum Trinken. Ich bin leicht verwirrt. Oh, fuck, no. Ja. Ja, nice. Oh, das war ein gutes Pattern am Ende. Super. Ah. Ach, danke, danke, Leute. Da hat er mich aber echt in Frieden gelassen hinten raus. Das hatte ich auch schon schlimmer. Geil. Der Waffenwechsel war's. Die hat so viel mehr Schaden gemacht. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hallo? Ihr seht, zwei seht so nach Bait aus. Kein Bait. Ich muss mich kurz an das Leuchtfeuer setzen, sicherheitshalber. Du hättest das Schild weggelassen. Das Schild hat mir das Leben gerettet. Das Schild war super. Okay, da geht's nach oben. Was geht hier noch? Da ist noch ein kleiner Loot. Ah, aber wisst ihr was?
Ein altes Fass. Nee, wir gehen kurz leveln. Nochmal da rein. Also, da muss ich tatsächlich sagen, das Schild hat mir hier gerade so viel gebracht. Du kannst bei den Attacken einfach rollen. Ja, du stehst neben dem Klon und kannst ihm Schaden machen. Ich weiß, was du meinst, aber in der ersten Phase zum Beispiel. Ich hätte ihn, ja, vielleicht hätte ich in der zweiten Phase das Schild weglassen können. Aber auch in der zweiten Phase habe ich häufig. Auch in der zweiten Phase habe ich mindestens zwei, drei Attacken immer wieder mit dem Schild blocken können. Also, fand ich jetzt nicht so krass. Ja, komm, ich booste das hier noch mal ein bisschen. Also, ich fand's eigentlich gut. So, jetzt haben wir hier vom Hohepriester, da gibt's wahrscheinlich Zauber, den kann ich wahrscheinlich schlucken. Ja gut, das ist halt, wenn du das nicht magst, ich mag das Rollen nicht. Ich finde das Rollen irgendwie kacke. Das fühlt sich für mich undynamisch an. Ah ne, ein Schwert. Großschwert des Urteils. DDC. Großschwert, bisschen Magieschaden. Nee. Und das andere. Gottloses Großschwert. Ultra-Großschwert, physisch. Nee, den schluck ich. Den schluck ich. Ja, das ist halt ein anderer Playstyle. Da kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn man es mag. Aber ich finde. Oh, guck mal, ich kann ja noch einen Flakon verstärken. Ich finde es nicht cool. Also mir macht das keinen Spaß, die Rollerei. Ich bin wirklich gespannt auf Sekiro. Da kann man nicht rollen, ja, aber auch irgendwie ausweichen halt, ne? Welcome home, Ashen One. Speak very well. Then touch the take Nari. Also, ich habe für meine Verhältnisse zu wenig Ausdauer, für meinen Playstyle. Ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir, wo es dahin geht. Da war ich aber echt böse auf den. Ey, es tut mir leid, dass ich da so viel geflucht habe. Der hat mich wirklich angepisst. Auch wenn ich noch nicht viele Versuche hatte, aber die Art und Weise, wie der funktioniert hat, fand ich so assi gerade. Ah, oh, sorry Leute, ey. Verständlich, ja, gut, okay, dann ist ja gut. Wenn uns nachvollziehbar ist. Ey! Ey! Nee, was? Nicht kicken! Haus! Ach! Danke. Okay. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich über den Boss schon beschwert hat. Was ist das hier? Seid ihr am Schlafen oder seid ihr tot? Und warum seid ihr kleine Riesen? Ihr seid am Schlafen. Ha. Da hinten steht jemand. Da stehen zwei.
Zwergriesen oder Riesenzwerge, ja. Ihr wieder. Oh, guck mal die an. Hey, ihr habt mich schon gesehen, okay. Ja gut, schauen wir uns mal hier um. Hallo? Ein Aufzug. Oh. Seltsam. Ach, das macht ja nicht mehr Schaden bei der Waffe. Hoppla, nochmal. Goldener Ritualspeer. Okay. So, bist du ein Aufzug oder was bist du? Du bist doch 100 pro ein Aufzug. Ach, guck mal. Das ist ja wild. Lol, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ist das erst da seitdem ich den gekillt habe, oder war das vorher schon hier? Ist ja witzig. Oh, hi. Simpler Edelstein. Bestimmt auch den einen oder anderen, der sich tierisch drüber aufregen könnte, dass ich wie viel Upgrade-Materialien ich mit mir rumschleppe und so wenig benutzt. Aber irgendwie, keine Ahnung, fühle ich halt einfach nicht, ne? Was geht hier noch? Naja, der. Ja, klar. Jungs, können wir mal in den Nahkampf gehen? Ey, das ist schon ein bisschen arschig hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich da lieber gegen 100 Riesenzwerge kämpfe oder... Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, wer hätte gedacht. Ey, aua! Hören Sie auf, bitte. Können wir vielleicht nicht doch drüber reden? Ich schnetzel mich halt mit Schaden hier durch. Mein Gott. Ist halt so. So, jetzt können wir uns kurz umgucken. Weil das hier sieht hier irgendwie so aus, als wäre hier Loot versteckt. Nee? Okay. Hey! Hi! Wer bist du denn? Ach, haha! Ja, wow.
Das ist ja auch mies, ey. Ihr zwei. Können wir mal nicht vielleicht? Was ist mit euch? Könnt ihr aufhören, bitte? Ihr Schweinebacken. Wow! Ey, stopp! Nein, 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 nein! Okay, gut. Jetzt ist easy. Mann! Drang Doppelspeer. Mhm. Warum liegt hier so viel Loot? Robe des Diakons. Menschlicher Abschaum. Wait, what? Beweis der Pflichterfüllung von Aldreds Getreuen. Menschlicher Abschaum wiegt sehr schwer und sinkt in tiefste Tiefen hinab, wo er zu den Fesseln wird, die diese Welt zusammenhalten. Also teilweise muss ich echt sagen, ist dieses Spiel so hart philosophisch, unglaublich. Oi. Wow. Nee. Ist nicht euer Ernst. Das habt ihr jetzt nicht lassen können, ne? Das musstet ihr hier in Dark Souls 3 auch machen. Das hier ist schon wieder so... Aha, guck mal an. What the fuck? What the fuck? Ja, reicht mir auch. Mehr will ich hier unten gar nicht. Danke. Ich habe keine Lust, gegen zwei von denen zu kämpfen. Das ist... Nee, nee, nee. Nö, 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 nö. Und da hinten auch noch so ein Typ, der dann Feuerbälle schießt. Nö, nö. Unnötig komplizierter, versteckter Raum. Mm-mm. Aber Tassilo! Wie kannst du nur Loot liegen lassen? So. Titanit-Schuppe, auch nice. Ich glaube, ihr habt euch mittlerweile daran gewöhnt, dass ihr den Loot einfach links liegen lasst, teilweise. Das ist voll mies. Ah, da oben. So, ist jetzt ein bisschen die Frage, welchen... Wie gehen wir hier vor? Ist hier irgendwo noch einer? Nicht, dass ich jetzt hier um die Ecke laufe und von einem anderen noch einen draufkrieg. Aua! Komm mal hier hinter, bitte. Genau. Ups!
Au. Bin schwer am Überlegen, ob ich durch die Riesen einfach durchlauf und dann einfach hochsprint. Ich glaube, ich lauf an den schwarzen Rittern da vorbei. Das ist, ich habe zwar gerade echt was Dummes getan. Ich habe den linken Trigger gedrückt. Und dadurch meine Waffe geschliffen und dann konnte er einfach mich zweimal verprügeln. Warte mal, hier war doch auch noch was. Bevor ich das hier vergesse. Finster Steinplattenring. Ich höre doch hier noch was. Nee. Okay. Keine Ahnung. Alter! Ah, oh Gott! Oh. Hier sind noch mehr von denen, aber wo? So einen Schrecken bekommen, ey. Dunkelschadensminderung. Okay, keine Ahnung. Ich renne jetzt hier durch die Riesen durch. Ey! Oh, das ist Loot. Oh, eine große Titanitscherbe. Nice. Geht's hier weiter? Oh Gott, da ist noch einer. Ah? Okay, hier geht's nicht weiter. Hä? Ah, da unten. Hier geht's weiter. Ah! Muss kurz saufen! Was ist das hier? Hier geht's weiter, okay. Mir steckt schon wieder so ein Pfeil im Körper. What? Wait, what? Okay, alles klar, let's go. Nice. Tadam. Leuchtfeuerli. Ich brauche dich. Da oben vielleicht. Nee. Da drüben. Ha. Huh. Da drüben ist ein Leuchtfeuer. Uffi Gott!
Oh, schade. Hä, das Leuchtfeuer ist doch aber... Das ist doch... Da unten ist doch auch ein Leuchtfeuer drin. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was hier los ist. Aber egal. Wer weiß, vielleicht komme ich ja irgendwann noch in diesem Turm an. Weil von unten... Ja, halt, von unten war ja... Da war dieser Raum, in dem nichts drin war und wo es keinen Durchgang gab, der mich sehr verwirrt hat. Anor Londo! Nein! Nein! Wieso sieht das so anders aus? Egal. Ach, einmal können wir kurz chillen. Gehen wir nochmal schnell leveln. Das ist nur die Ornstein- und Smaug-Kathedrale hier, die ich hier gerade sehe. Gucke ich nochmal, ob ich das Schwert hochleveln kann. Nope. Diese komischen Doppelspeere. Ganz seltsame Angelegenheit. Pretty, be careful. Welcome, Husby. Very well. Then touch the cake, nourish me. Ach, wunderbar. Kondition, let's go. Farewell, Ashen One. Es sind halt jetzt immer noch 11.000 Seelen übrig, ne, nach einem Level-Up. So teuer mittlerweile. Ein den Zauberern der Drachenschule von Winheim verliehener Beschleuniger. Orni! Orni Smaugi, seid ihr am Start? Hier ist noch einer. Scheiße, zu zweit. Lasst uns mal hier unten kämpfen, bitte. Oh oh. Ja. Verklickt. Verdrückt. Aua. Aua, aua. Scheiße, Mann. Warum müssen denn da zwei kommen? Schweinerei. Kommen Sie, kommen Sie. Wichtig. Auch wichtig. Silberritterrüstung, kleine Titanitscherbe. Okay. Kleine Titanitscherbe. Zwei Stück. Nice. So. Was ist hier los? Wer hat sich bei Ornstein und Smaug versteckt, wollte ich sagen, ist gemütlich gemacht. So rein theopraktisch sitzt hier jetzt ein Schmied. Wie?
Der Arme. Ist das hier... Ich dachte, das wäre vor Dark Souls 1. Lang, lang danach. Ach so. Da bin ich echt mal gespannt auf so Erklärungsvideos und so, wo das alles aufgearbeitet wird. Ja, und da ist tatsächlich die nächste Boss-Tür. Gibt's hier noch was? Ne, hier ist zu, okay. Mondlichtpfeile, Was bist du denn jetzt? Brauche ich nicht. Ist hier nochmal ein Hebel? Waren hier zwei Hebel? Nee, Tor geht auf. Passt. Ich guck mir mal an, ob Ornstein und Smaug gut gealtert sind. Und lauf einfach mal dran vorbei. An allem. Ist das jetzt der nächste Boss hier? Aldrich, der Götterfresser. Okay, schauen wir mal. Was kannst du, was machst du? Irgendwelche Debuffs? Nee. Wow, okay, okay, okay. Nee, nee, nee. Das ist halt nur die erste Phase, ne? Der stirbt, das ist zu leicht. Das ist viel zu leicht. What the fuck? Okay, alles klar. gut zu wissen, die Pfeile, die verfolgen mich, da muss ich einfach ein bisschen im Kreis laufen, bis es aufhört. Ich habe gedacht, das geht nur in eine Richtung. Ist wohl nicht so. Wieso seid ihr denn auch? Ihr seid Silberritter-Boys. Ich dachte, ihr seid schwarze Ritter und seid dann weg. Aber ihr seid ihr gar nicht. Ah, ärgerlich. Da ist eine Kiste links. Oh, das ist... bisschen arschig, hier hinzulaufen. Bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, genau, jetzt ist die Frage, was passiert mit diesen Pfeilen? Okay, die sind zu diesem Zeitpunkt hier, sind sie halb so wild. Aber wenn die treffen, ne? Dann richtig. Also die Pfeile sind bisher das größte Problem für mich. Nach dem zweiten Versuch. Ach ja, und es werden noch ein paar Versuche folgen, aber in der nächsten Folge auf YouTube.
Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.